Die folgende Sendung wird dir präsentiert von Tipps und Trips Jugendinformation Stuttgart. Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender. Hallo und herzlich willkommen zu Darf ich das, einer vollkommen neuen Sendung bei Stuggi TV. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sebastian und nach einer etwas längeren Pause wieder zurück bei Stuggi TV. Heute in unserer neuen Rubrik Darf ich das beschäftigen wir uns mit dem Thema Drogen, mit dem sich so ziemlich jeder schon auf die eine oder andere Weise beschäftigt hat. Sind 3 Gramm Gras noch erlaubt? Sind chemische Drogen gefährlicher als natürliche? Ist man schon nach dem ersten Heroinkonsum süchtig? Wenn es um Drogen geht, findet man viele Mythen und Unklarheiten. Doch was darf ich nun eigentlich und was nicht? Welche Strafen können mich erwarten? Bei mir ist der Anwalt Herr Mali. Herr Mali, ich grüße Sie. Es kursieren zahlreiche Gerüchte, dass Cannabis in geringeren Mengen oder erst wenn man es konsumiert hat, nicht mehr strafbar ist. Was ist da dran? Also es ist so, in Deutschland ist grundsätzlich der Ankauf, der Verkauf und der Besitz von Drogen immer strafbar, also illegal. Die Staatsanwaltschaften stellen jedoch bei dem Besitz von geringen Mengen sogenannter weicher Drogen, stellen die Strafverfahren in der Regel ein. Das ist aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hier in Baden-Württemberg wird eine geringe Menge in der Regel unter 6 Gramm gesehen. Trotz der Einstellung des Strafverfahrens kann es aber beim Besitz oder der dem Konsum von Betäubungsmitteln zu Problemen im Führerschein kommen. Es gibt ja diverse Länder wie zum Beispiel Holland, in denen der Cannabiskonsum legal bzw. nicht so strikt verboten ist wie hier in Deutschland. Mache ich mich als deutscher Staatsbürger strafbar, wenn ich beispielsweise in Amsterdam im Coffeeshop einen Joint rauche, oder kann ich sogar Leuten hier in Deutschland was aus Amsterdam mitbringen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich ist es so, dass Taten in Deutschland nur strafbar sind, wenn sie im Ausland auch mit Strafe bedroht sind. Wenn man also in Holland Cannabis konsumiert, so wie es dort erlaubt ist, es ist ja nicht in jeder Menge erlaubt, dann macht man sich in Deutschland nicht strafbar. Trotzdem kann es aber wieder, wenn der Nachweis des Konsums hier in Deutschland geführt ist, kann es wieder Probleme mit dem Führerschein geben. Freunden was mitbringen darf man natürlich nicht. Es gibt ja auch legale Drogen wie Nikotin oder Alkohol. Da gibt es ja aber auch beim Verkauf und beim Kauf dieser Drogen bestimmte Regelungen. Wenn jetzt ein Minderjähriger Zigaretten kauft oder Alkohol kauft, macht sich da der Verkäufer strafbar oder der Käufer? Also die Grenzen von Nikotin und Alkohol sind ja allen Jugendlichen bekannt. Bier und Wein gibt es ab 16, mit den Eltern sogar schon ab 14 darf man das konsumieren. Branntwein und Nikotin gibt es erst ab 18. Wenn jetzt ein Jugendlicher Alkohol oder Nikotin kauft, ohne das zu dürfen, dann macht er sich selbst da nicht strafbar. Aber wenn er mit den entsprechenden Sachen aufgegriffen wird, kann das Probleme für die Eltern mit dem Jugendamt geben. Der Verkäufer, der macht sich strafbar, der handelt ordnungswidrig nach dem Jugendschutzgesetz. Wenn ich beispielsweise von einem Minderjährigen, der sich aber nicht unbedingt als solcher zu erkennen ist, nach einer Zigarette gefragt werde und ich gebe ihm die Zigarette, mache ich mich da auch strafbar? Das kann durchaus passieren, ja. Frau Wagner ist außerdem noch bei mir. Frau Wagner ist auch Anwältin. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage für Sie zum Thema Tipps and Trips Nero bzw. Nero Kids. Frau Wagner, was hat es damit genau auf sich? Also bei Nero bzw. Nero Kids handelt es sich um einen Zusammenschluss von mehreren Rechtsanwälten, die neben ihrer eigentlichen Tätigkeit in Kanzleien oder auch in Betrieben eben ehrenamtlich noch bei Nero bzw. Nero Kids tätig sind. Hauptsächlich ist es da so, dass wir eben Beratungen vornehmen, Erstberatungen kostenlos bei Nero für Opfer von Straftaten. Das heißt, wenn ich Geschädigte einer Straftat bin, kann ich mich da beraten lassen. Bei Nero Kids, da ist es so, dass wir das für Kinder und Jugendliche anbieten, zu Beratung zu sämtlichen strafrechtlich oder auch zivilrechtlich relevanten Themen. Also da muss ich nicht Opfer einer Straftat geworden sein, aber da ist es eben nach dem Alter dann beschränkt auf Kinder und Jugendliche. Und dann ist es noch so, dass wir bei Nero eben auch versuchen, uns mit Kooperationspartnern, wie jetzt zum Beispiel Tipps and Trips, gut zu vernetzen, sodass wir dann insgesamt eben die Opfer von Straftaten und auch die Kinder bestmöglichst betreuen können, neben der rechtlichen Betreuung, die eben wir leisten können. Also ihr habt es gehört, solltet ihr in irgendeiner Form betroffen sein, könnt ihr euch jederzeit hier bei Tipps and Trips
in Stuttgart kostenlos und anonym informieren. Das war es auch schon mit der ersten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen zwei Gästen. Und beim nächsten Mal in dieser Sendung geht es um ein Thema, das so ziemlich jeden interessieren sollte. Es geht um Sommer, um Sonne und vor allem um Sex. Bis dahin, tschüss.